Hey Jungs, zurück zu Let's Play Resident Evil 4. Also dann, ich würde sagen, auf zum Schießstand. Willkommen hier, um ein bisschen rumzuballern. Was denn sonst? Okay. 3, 2, 1, leg los. Traumhaft. Genau so. Mist. Scheiße. Ah, so ist es. Scheiße. Mist. Wir haben uns nicht in dir geirrt, Fremder. 3, 2, 1, leg los. Ah, super. 3, 2, 1. Leg los. Dreifach kill. Du bist ein Künstlerpartner. Oh, traumhaft. Scheiße, ich hab zu spät. Groß habe ich da übersehen. So, so, fast besser als erwartet.
Hazard-Hosen. Ach so, natürlich, aber ich hätte ich vorher angedacht. Mist. Eine Flinte deckt mit einer einzelnen Patrone einen großen Bereich ab. Da bekommst du was. So, kann man schauen. Läuft doch. Hallo, Ruin? Nimm die Maschinenpistole, um kurzen Prozess mit den Zielscheiben zu machen. Wirst dabei mit einer geringeren Präzision leben müssen. 3, 2, 1, leg los! Oh, traumhaft! Fantastisch! Hervorragender Schuss! Ich bin eine Waffe? Egal.
raus sein. Okay, so, let's see. Auf geht's, Automaten. Also das letzte Mal. Vermutlich, wohlgemerkt. Was bekomme ich? Das normale. Brauche ich nicht. Wer ist da eigentlich schon gehandelt? Na dann, was kann ich für dich tun? Besser zu gut vorbereitet. Komm wieder, wenn du... Das hab ich nicht immer vor. Sag Bescheid, wenn du für Platz gesorgt hast. Deine Kohle oder dein Leben? Die Entscheidung sollte dir leicht fallen. Wäre das Korb... Eine Aufbewahrung. Jetzt bin ich sicher. Jetzt bin ich sicher. Willkommen. Wo soll das noch hin? Deine Hosentasche. Zum Beispiel. So. Und nur damit. Ja. Besser zu gut vorbereitet.
Hab ich recht? Na dann, was kann ich für dich tun? Dann war es also was ich werde ich dir brauche für den Trophäe, aber es kann warten. Stirb mir da draußen nicht weg. Hier ist richtig, oder? Da war ich schon mal, obwohl nicht sehr lange wirklich. So kann ich ja nicht. Oder? Mal schauen. Nee, geht nicht. Na, und du echt nicht, Freundchen. Wow. Ganze Armbrust schützen. Eigentlich. Ich glaube, ich weiß, dass es zwar nicht alles entdeckt, oder? Wusste ich doch. Wie ihr seht, momentan muss ich die Autotopf für. Aber schon übrigens bestimmt der Anzahl sein, jetzt nur ich ja viele. Also wo er nur die Tarnten. Die Tarnten bringt doch her. Und da wird ja schon und jetzt oh mein so ich höre es Insekt. Wo ist das? Ja, das ist geflogen. Kaufen. Ampel mit Bären fallen. Tja. Trágate esto.
Ich brauche eine Waffe, die ich nutzen kann. So, ich pump. Komm schon. Scheiße. Was soll das denn bedeuten? Achso, jetzt erst weiter oben. Ich will irgendwie hochkommen. Vermutlich, ich muss mal. Wenn ich die Weg nehme. Ja, weniger. Ist gar nicht sehr gut an. Ich zeige ihn jetzt wieder so. Jetzt bist du irgendwie ausschalten. Ich
Ah, schon. Drüben, da drüben, in die Richtung ist es. Was, du hast die Sachen hier nicht despawnen. Wo werden sie denn despawnt? Du bist ja so hier oben. Ich bin hier so hoch. Hey, da fehlt viel Platz. Wo ist der? Ah, stimmt ja. Er hat da vorhin zwei Bolzen eingesammelt, dachte ich. Aber ich habe ihn eingesammelt. Alles da. Werfen, yep. So. Ah, ja. Das ist zu viel. Kann ich vielleicht noch. Ja, ich kann was herstellen. Okay. Muss ich... Manchmal, dass ich hier einfach so muss es von noch ein wieder hingeben. Ja, super. Leider nicht. Hat wohl geklappt. Oh.
Okay. Das ist immer die ganze Munition, die noch rumlag. Die Polster, habe ich die Polster hier gesammelt? Die hab ich. Was soll ich sagen? Was soll ich jetzt angedreht? Denn okay, jetzt. Ashley. Klar. Du bist gekommen, mein Kind. Was wollen Sie? Ich möchte lediglich diese Gabe mit so vielen teilen wie möglich. Ein frommer Wunsch, nicht wahr? Du musst wissen, der heilige Leib verbindet uns alle. Dein Fleisch, deine Knochen, selbst deine Gedanken. Sind bereits eins mit uns. Bullshit. Warum lehnst du inneren Frieden ab, wenn du lediglich die Gabe annehmen musst? Wie sie es tat. Settler! Ah, richtig. Die Zeit ist reif, dass dies Schaf sich unserem Bund anschließt. Oh, gesegnet sei er, gesegnet die süße Vergebung. Frohlocket! Und so sei es! Wie morgen habe ich es wieder von... Geh! Wie habe ich es wieder verändert? Gehen. Können eine Tür aufrufen? Oh nein. Ja, funktioniert schon. Machen Sie wohl schon ziemlich weit. Das ist alles nicht echt. Schluss damit! Verdammt nochmal!
Jan. Sie bin ich bisher am Weg, so. Okay, gut. Muss ich etwas bewirken? Ah ja, wahrscheinlich so ähnlich wie im Original. Du zuerst. Vergiss es. Ich sagte doch, ich bring dich heim. Sei verfestigt werden. Oh oh. Tja. Na, ich will hoffen, dass es so wie er jetzt ist. So. Speicher natürlich. Bitte. Hier rauszukommen, müssen wir da lang. Hey, wir sind ein Team, oder? Mach weiter, und es ist dein Job. Also war das die Entfernung der Parasiten? Das war alles, Luis? Ja. Dass wir noch leben, haben wir ihm zu verdanken. Mal schauen. So ist Heiltuba, das kann ich wohl nicht, aber kann ich doch hier schon zurück. Wenn es geht, dann. Naja, mal schauen, würde ich sagen. Wenn wir Projekt haben, nutzen wir auf jeden Fall möglich so ein Heiltuba, kann denn. Das ist ja auch ein Schatz, manchmal weiß auch was. Ja, können wir, aber er ist nämlich so, wie ich es mit Haze tun kann. Und er ist Silver Spray, wo ich vorhin übersehen habe. Das denke ich. Betreff unsere Abmachung von Luis. Ich habe die Vorhungsdaten, du wolltest. Lass uns treffen. Und Zeit, wie gesprochen. Nur nochmal zur Sicherheit. Wenn ich liefere, bringst du mich hier weg, richtig? Betreff. Ja, unsere Abmachung von Avi, also ich würde sagen, Edabon. Avi steht wohl für Edabon. Ich hoffe, du hast den Bernstein nicht vergessen.
ohne Easy da wertlos. Lass mich nicht mit leeren Händen zurückkehren. Wäre auch schade, wenn dein Plan frei bleiben müsste. Unseren Kopf weißt du noch, oder? Treff A, unsere Abmachung von Luis. Entspann dich. Hab ihn nicht vergessen. Und mach dir keine Sorgen um den Bernstein. Mir fällt schon was ein. Kannst du vielleicht eine Packung Kipp mitbringen? Mag es dir egal. Tja. Nikotinabhängig, würde ich mal sagen. Die Todesverfärbung der Plager. Es ist die Zellmöglichkeit, einen Wirt von einem Plager zu befreien. Injektion für Antigenen sowie einen äußerlichen Eingriff. Ist der Parasit noch nicht geschlüpft, kann er durch Verabreichung als Antigens abgetötet werden, sobald die Inkubationsphase wieder vorüber ist, kann auf diese Weise nicht mehr viel getan werden, außer das Wachstum des Parasiten zu verlangsamen. Bei der zweiten Methode wird der Plagas gezielt für außerhalb des Körpers mit Hilfe von Strahlen einer bestimmten Wellenlänge abgetötet, wie bei Leon und Tashley. Das ist doch nicht ungefährlich. Hyper-Sit, das Nervensystem, jetzt wird es angedockt, ist der Vorgang mit entsetzlichen Schmerzen verbunden und es gibt keine wirksame Betäubung für diese Art von Behandlung. Jetzt der Vollparasit vorausgereift ist, ist der äußerliche Eingriff mit hohem Risiko verbunden. Der Todesschaden, den man erreicht, ist endgültig zu spät. Die Entfernung des Parasiten bedeutet den Tod des Wirts. Wenn man allerdings bedenkt, dass mit dem Wirt passiert, kann ein Tod wohl schon fast als Erlösung betrachten. Rupi Laboratory. Das Streamteam vor europäischen Labor 6. Ist das da links? Ist das Luis? Der Herr ist links? Moment mal. Nee, ich glaube, der Kerl in der Mitte, mit den anderen Frauen, ich glaube, der Kerl ist, glaube ich, Luis. Aber nun egal. Hatte. Set das Absichten. Wer glaubt, dass die Plager nur ein Werkzeug zur Erschaffung von mächtigen Biowaffen sind, irrt. Ihr wahrer Wert liegt in ihrer Fähigkeit zur Kontrolle. Wie sehr ein Individuum sich auch wehren mag. Eine einzige Injektion kann jeden in einen Treuen hier verwandeln. Wir brauchen auch Spione, wenn man den Feind von heute an in den Vermöten von morgen verwandeln kann. Nur einen einzigen Herz zu kontrollieren, keine ganze Organisation, wenn nicht gar eine ganze Nation in die Knie zwingen. Die Massenproduktion der überlegenen Spezies hat dies möglich gemacht. Wir haben Settler Macht verliehen. Es ist offensichtlich, was er als nächstes vorhat. Passieren würde, wenn Settler so viel Kontrolle erlangt, kann man sich kaum ausmalen. 6 Milliarden treue Diener unter seiner alleinigen Führung. Es gibt niemanden, der sich ihm entgegenstellt. Kein Krieg. Da ist es zum ersten Mal Menschengeschichte Frieden. Aber ich weiß, wie Settler und die anderen die Leute auf dieser Insel der Generation unterdrücken. Ich weiß, wie er sie behandelt. Hat es kein Leben und deswegen werde ich das auf keinen Fall zulassen. Gute Entscheidung, Louis. Gute Entscheidung, auch wenn sie seinen Tod geführt hat. Der Bernstein. Diese Probe, die ich den Bernstein nenne, hat einfach im Lager rumgelegen und Staub gesammelt. Wir hatten früher haufenweise Exemplare für Experimente. Er hält also gut möglich, dass dieses einfach übersehen wurde. Eigentlich habe ich ihn nur wegen seiner außergewöhnlichen Form in mein Labor gebracht. Nach einer ersten Analyse habe ich meine Meinung geändert. Der Bernstein hat eine sehr besondere Eigenschaft. Zwar ist der Parasit sehr klein, befindet sich in einem Übergangszustand, doch er trägt ganz offensichtlich das gleiche Organ in sich wie die ganze Spezies, die wir bisher nur bei Settler gesehen haben. Wenn er sein volles Entwicklungsstadium erreicht hat, könnte der Bärenstein bis Settlers Kraft aufnehmen, vielleicht sogar übertreffen. Naja, wurde der Bärenstein von Settler konfisziert, bevor ich weiter daran forschen konnte. Überhaupt nicht sicher. Muss die Probe zurückholen und fliehen.
vor Schwarz verletzen zu können. Das ist die einzige Möglichkeit, Zelda die Stirn zu bieten. Natürlich kann ich dieser Gruppe von außerhalb genauso wenig trauen, aber ich bin schon so weit gekommen. Hoffentlich kann ich mich wie immer irgendwie aus der Sache herausmogeln. Wir haben nichts anderes übrig, um der Welt willen. Der hat ein halbes Umbrella-Labor zusammengeklaut. Okay. Hast du das eine Mikrowelle? Nee, eher nicht. Okay, ich will jetzt nur noch wissen, ob ich jetzt schon zum Heiligtum kann. Ich glaube es zwar nicht, aber ich versuch's trotzdem mal. Ach, okay. Geht also nicht, alles klar. Dann worauf warte ich noch? Sorry. Wie gesagt, wir sind ein Team. Bist schon richtig geübt. Ja. Okay, hier oben. Ja, hier oben geht's auch, Schatz. Wie erwartet, hängt er da oben. Mir ging's nie besser. Gut. So. Die Frage ist nur, wenn man mal auf psychischer, physischer Ebene redet, würde ich mal sagen. So. Hey, ich was übersehen habe. Rohstoffe. So. Ich bin sicher, da geht's prima. Die haut so leicht nicht so. Du scheinst sie gut zu kennen. Ja, da sehe ich immer auch das. Ja, hier schon das Kampfmesser, okay. Ich bleibe jetzt mal ein bisschen im Gewehr um sie, ob ich noch einen Tapirin ist, wenn ich dann schaut sie irgendwie schon ab. Er lebt noch. Vorher ist er immer schon im Kopf, komm schon. Nein, muss aber ich hätte ein bisschen auf den Kopf ziehen sollen. Osmund. Modi des Ursprungs, MDLIV. Tief unter der Burg habe ich meinen Glauben entdeckt. Siehe die Überbleibsel Gottes hinterlassen in dieser Welt. Alles beginnt hier. Adam Settler. Ach, sehr toll, also Adam.
Oh, Ignoris-Anhänger. Das ist Kapitel. Preise die heiligen Insekten. Uns wurde das Paris auf Erden versprochen. Mann, Frau oder Kind. Seine Liebe unterscheidet nicht. Vieh, Fisch oder Vogel. Ihr Kreatur sei gleichermaßen gesegnet. Preise die heiligen Insekten. Wir sind die demütigen Diener Gottes. Zerweise ihr Wind alle Berge. Seine Allmacht überquert jede See. Das Licht des Himmels wohnt allen inne. Lasst unsere Leiber der Boden sein, auf dem alles gedeiht. Preiset die heiligen Insekten. Hier die Herde und der Hirte führt uns. Unsere Gebete werden auf der ganzen Welt erklingen. Ein jeder wird sie hören. Schließlich wird es mehr von uns geben, als Sterne am Firmament leuchten. Aber ja, die vereinigten Insekten, die sind echt krank. Moment mal. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange ich jetzt soll. Ich werde dann das nachschauen. Okay, schade. Also ich halte wieder zurück. Also auch wieder zurück, von daher. Das ist dann wohl auch wieder nichts. Vielleicht, wenn ich da hingehe. Wo gehst du hin? Ja, komm doch hinterher, Mensch. Danke. Wenn ihr mich erschießt, warum? Meins. Den war wohl schon wieder ein Schatz, aber ich glaube, ich werde den Schatz einsetzen, das Video auch beenden, denn. Oh fuck! Da hätte ich nicht gerechnet. Das ist nur ein Händler. Der hätte ja auch Händler zu sein. Ja, super. Hat er den Auftrag hängen? Nee. So, ich würde sagen, also ich sehe keinen Händler, aber jetzt mal ist ein Wort drin. Hallo Fremder. Ich
Ja, ich speichere jetzt mal erstmal und im nächsten Video sammle ich da alles ein und handle mit dem Händler. Also bis zum nächsten Video. Bis dann, Leute. Ciao.